verbotene Liebe hat ihn nach Köln gelockt. Für die ARD-Serie läuft Till Demtröder jetzt am Rhein. Ist für meinen Job, ist für meine Gesundheit. Mein Körper ist mein Handwerkszeug. Wenn der nicht mehr funktioniert, dann geht hier gar nichts mehr. Ich hab dich gewarnt! Alles bestens. 138, 139. Ach, ich bin ganz schön in Form, was? Ruf mich an, ja? ...1995 startete die verbotene Liebe durch. Seitdem erlebt die Zuschauergemeinde täglich Intrigen, Leidenschaften, Irrungen und Wirrungen. Ist ja der Anhalter. Steht da nicht so drauf. Seit 2011 ist auch Till Demtröder dabei. Es wird immer weniger für uns Schauspieler und es gibt über 20.000 Schauspieler in Deutschland. Und nur eine Handvoll hat zu tun. Also bin ich sehr glücklich auch über das, was ich hier mache. Und ich habe Arbeit und kann meinen Beruf ausüben. Ach man, diese Dispo hier sind eine Philosophie für sich. Also ich möchte die nicht machen müssen. Da muss man auch richtig gut gucken, dass man nicht zu spät ist und dass man auch genau weiß, was man wo, wie, wann zu tun hat. Da muss ich mich auch erstmal einarbeiten hier. Wie andere Fliesen legen oder Autos verkaufen, gehe ich zum Fernsehen und drehe Filme. Also es ist ein Handwerk und es bleibt auch ein Handwerk, was ich da mache. Aber es ist zum Glück noch sehr viel darüber hinaus. Fantasie verkörpern, Bilder entstehen lassen, nicht nur in meinem Kopf, sondern im Kopf der Zuschauer. Und das macht mir besonders viel Spaß. Hi. Arbeitsbeginn in den Kölner Studios. Demtröder betritt die Welt der verbotenen Liebe, die auch für ihn als Insider manchmal verwirrend ist. In der Soap ist er Vater von 3 Töchtern. Marlene, Dana und Kim. Lutz, was ist eigentlich mit Kim? Warum diese Besorgnis? Mir fehlt gerade der Anschluss. Warum bist du besorgt? Die Überraschung, in dieser Folge erfahren alle, Kim ist die Tochter eines anderen. Geh dann so einfach raus. Zack. Richtig, genau. Mit irgendwas vor oder einfach um die jetzt? Wollte ich sowieso gehen oder genau. Ich lasse sie lieber alleine, oder? Ja. Ich lasse euch da mal. Okay. Tschüss. Tschüss. Bekannt geworden ist der Schauspieler mit der Kultserie Großstadtrevier. Keine Aufregung, keine Aufregung. Was ist los, du Bulle? Polizei, keine Panik. 22 war er, als er die Uniform anzog. Sie sind aber auch ein hübscher Bursche. Und, wie war ich? Und neben Maria Kittikidou der Polizist Henning wurde. Ich hab Kinder umgebracht. Das denkt ihr doch alle. Ich würde jetzt gerne mal so viel sagen. 2010 stieg er aus. Da gab es mehrere Gründe. Zum einen waren 20 Jahre eine sehr lange Zeit und ich merkte, ich komme nicht mehr voran. Ich habe ganz viel noch nicht gespielt. Teilweise habe ich das bereut, weil ich hatte auch ein anderes Projekt im Anschluss danach und das hat dann auch nicht geklappt, leider, was sehr schade war. Aber so ist das. So ist das in jedem Beruf. Und dann muss man sich auch erstmal damit abfinden. Und dann muss man auch lernen, mit Verlusten zu leben oder mit Zeiten, die einfach anders sind. Also ich habe dann auch ein bisschen Existenzängste mal gehabt zwischendurch, wo ich dachte, oh, wie geht das jetzt weiter? Da wurde ich schon sehr nachdenklich. Ich bin Stuhlrücken bekommen von Christian und da sieht man auch, dass ich fester bin. Der neue Job fordert ein hartes Pensum, aber Disziplin ist für Till Demtröder kein Problem. Nächstes Bild ist ein ganz anderer Tag, ganz andere Folge. Also ganz anderer Tag. Und damit man sieht, dass es ein ganz anderer Tag ist, muss ich was anderes tragen. Ganz einfach. Ist das das Förster-Outfit? Nicht wirklich. Das ist jetzt praktisch Förster nach der Arbeit. Obwohl man den Förster bei der Arbeit jetzt auch nicht unbedingt gesehen hat. Aber, jetzt habe ich den Gürtel vergessen. Wenn ich unten bin im Studio und habe den Gürtel vergessen, ist das ein Nettozeitverlust von 3 Minuten. Ist eigentlich nicht wieder reinzufahren. Dann hängen wir. Hier wohnen meine anderen Zellennachbarn. So. Muss ich mein Kostüm noch mal abnehmen lassen.
Ja. Geht nichts, aber so. Der Förster muss in der nächsten Szene genauso aussehen. Und weil die viel später gedreht wird, braucht das Team sein Foto. Sogar ein eigenes Postfach hat er hier. Ach, das ist jetzt alles Mögliche. Neue Autogrammkarten, Post, blaue Briefe, rote Briefe, gelbe Briefe, alles Mögliche. Mitteilungen, private Post, Mahnungen, Rechnungen und Autogrammkarten zum Unterschreiben und Drehbücher, die neuen. Wie viele Autogramme wollen die Leute im Schnitt? So 150, 200 Briefe so pro Woche. Das ist jetzt hier irgendwie wieder viel mehr geworden, weil man ja täglich kommt. Also wundert mich. Aber freut mich auf der anderen Seite auch, wie viele Menschen das gucken. Und für mich ist jeder Autogrammwunsch irgendwo auch kleines Feedback. Und was sind so die typischen Fragen? Was wollen die Leute wissen? Viele wollen eigentlich gar nichts wissen, sondern schreiben nur freundlich, dass ihnen das gefällt, was man macht, und bitten freundlich um ein Autogramm. Und denken, je freundlicher sie schreiben, desto eher kriegen sie ein Autogramm von mir. Das ist immer sehr süß. Aber manche haben auch wirklich Sorgen oder nehmen das sehr ernst, was man da macht. Manche sogar können gar nicht differenzieren zwischen Realität und Fiktion und Leben. Also denken, man ist privat auch wirklich jetzt Förster oder und schreiben einem dann so ein paar Tipps für den Wald und Baumkunde und solche Geschichten. Das macht mich krank! Es geht hier aber nicht um dich, sondern um deine Tochter! Ganz genau! Und ich kann nicht mit ansehen, wie sie leidet. Ich kann diesen Scheiß nicht mal mit anhören. Diese weichgespülten Ökotanten vom Beratungsinstitut, die haben euch offenbar das Hirn komplett vernebelt. Was habe ich? Mahagoni. Das ist doch keine Pflanze. Willst du mich verarschen? Ich dachte, das wäre eine Haarfarbe.